Ah, okay. Ja, und willkommen zur diesmal Eishockey-WM. Fußball ist ja blöd und langweilig, deswegen jetzt mal ein richtiger Sport. Und mittendrin auch schon Oh. der Shadow, wie ich sehe. Ja. Und da in dem Warum ist der Loser-Team Ball der flach? Bacon und der Sender. Weil das ein Puck ist. Weil wir spielen halt auf Eis. Und noch dazu, deswegen war ich gerade sehr verplant. Wir haben eine. Der Puck ist leicht. Wir haben aber eine hohe Schwerkraft. Das heißt, wir können kaum springen. Der Puck kann aber recht viel springen. So habe ich es jetzt eingestellt. Also wir spielen mit Mutatoren, was halt im privaten Spiel möglich ist. Da habe ich Mutanten. jetzt einfach mal. Ja, Na, das ah, ist danke, quasi Sender. unser Rückspiel. Wir hatten ja schon mal ein Turnier. Das hat der Fjall gewonnen, ne? Ja, und das wollen wir jetzt natürlich ändern. Und deswegen spielen wieder alle gegen alle. Willst du ändern? Du willst nicht gewinnen? Nein, ich will nicht, dass du gewinnst. Außer In jetzt deinem mit Team. mir. Ja, jetzt darfst du, denn danach nicht mehr. Ja, Sender und ich versuchen das natürlich zu verhindern. Ja, könnt ihr lang versuchen. Wo ist der Puck? Ja, vom Tor, Pucki wohin ist weg. gehört? Ja, Aber echt, Pucki der ist weg, hatten wir diese. damals schon. Die Schwerkrafteinstellung. Oh, Scheiße. Diese geänderten Schwerkrafteinstellungen, die finde ich echt krass, weil man kann ja momentan quasi gar nicht springen. Finde ich gut, weil ich habe eigentlich damit ein Problem, dass es dreidimensional ist. Du musst ja hier 2D auch wäre ich viel eigentlich besser. nicht so viel springen, weil der Puck ist ja meistens am Boden irgendwie. Ja, dabei habe ich den, glaube ich, eigentlich auf leicht eingestellt. Oh oh. Oh oh. Oh. Ja! Geil, mach doch was. Ich hab geschossen. Jawohl. Sender, das war. Was? Du hast doch da die Vorlage gemacht. Wirklich. Angetäuscht. Ja. Ja, das war richtig Skill hier. Oh, das war knapp. Das habe ich doch Hast du mehr Glück als Verstand, dass der reingegangen ist? Ja, vor allem Tor im Rückwärtsgang. Wie auch immer. Eigentlich habe ich den seitlich angespielt. Sender, hol du dir den Ball. Puck. Nein! Was mache ich da? Ja, was machst du denn? Nein! Nein, Nichts aber was mache ich Gutes. denn? Das ist gut, dass du das machst, was du am besten kannst. Nichts Gutes. Verwirrt sein. Nein! Ja! Oh, jawoll! Feines Tor. Sehr geile Vorlage von dir. Und dank Turbo noch gerade so gekriegt. Ja, das sah leider nicht schlecht aus. Leider geil. Ich bleib hinten, Sender. Sehr schön. Ja, wäre sonst aber auch eingegangen. Man könnte fast denken, das war so beabsichtigt, wie er das gespielt hat. Es war zumindest mein Plan, eine Flanke zu machen. Also sie sollte eigentlich nicht so weit wieder zurückgehen. Wie ich immer dran vorbeifahre. Ah, da fährt der Fjall dann leider nicht vorbei bei dem Ball. Nein, ich hab keinen Turbo-Sender, ich kann nichts machen. Sehr schön, ja. Das sah jetzt gerade ein bisschen dumm aus. Ja. Das war jetzt Pech. Fjalk mit seinem Geweih. Manche Leute nennen es Geweih. Der geweihte Fjalk. Ein Priester. Ja, nur Raya Geweihte. Das war aber in einem anderen Spiel. Nackig oder was? Oder Ah, hat du ihn kennst Jack dich aus. angeboten? Willst du lieber Rundra-Geweihte oder was?
Ja, weiß ich nicht, die sind manchmal so nervig. Von wegen, man darf doch mal nicht auf den einhauen, wenn er auf dem Boden liegt. Na, scheiße! Ich hätte den Sender, der wäre ja direkt reingegangen. Das Problem ist nur, der Fjalk hat den gekriegt. Wie ist denn damals der Gott der Videospiele? Ich weiß es nicht. Das Glücksspiel? Oh, wisst ihr auch schon, was ich jetzt letztens mal wieder angespielt habe? Eye of the Beholder 1. Das ist doch auch schon uralt. Ja. Das gibt's mittlerweile bei Good Old Games. Und es gibt's sogar in der deutschen Version. Bei Good Old Games gibt's aktuell auch den Witcher 1. Ja, es gibt da ja alle. Ich meine, ja. Good Old Games hat ja alle Witcher-Teile. War halt nur wieder im Angebot, glaube ich. Ja, die haben, während wir gerade spielen, haben die Sommerverkauf. Keine Ahnung, ob er noch ist, wenn die Folge läuft. Ich vermute eher nicht. Nein, scheiße. Sender, hast du Sender? Jawohl. Hast du gut gehabt, Sender? Ja, danke, danke. Ich hab Sender gelobt. Mist, da hat der Shadow einmal den Ball gekriegt zuerst. Weil du gerade nicht rüberspringen kannst. Ich bleib hinten, Sender. Ich versuche hier gar nicht drüber zu springen. Step. Nein! Aber viele Tore hier. Dun, dun, dun. Ja. Ja, ich hab dummerweise gerade nichts zu schreiben hier. Ja, ich hab Papier hier, wenn es darum geht. Ja, ich vertrau dir aber nicht. Mit wem redet der? Mit dir, Shadow. Achso, ich habe gedacht, du redest mit einer anderen Person bei dir, der du nicht vertraust. Nee. War da keiner zu abstauben. Nein! Hahaha, das habe ich doch kommen sehen. Bin ich jetzt einer, der was kommen sieht. Das sah gerade sehr blöd aus. Ja, 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 nein! Nein, 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 nein! Kein Turbo mehr. Jetzt habe ich Turbo, aber bin am Puck vorbei. Ja, schön. Jetzt stellen wir uns beide ins Tor und warten. Das ist, glaube ich, die schlechteste. Ja, das geht auf gar keinen Fall gut. So, der Ball kann nicht springen. Wir müssen eigentlich nur die Linie blockieren. Na, so ein bisschen kann er doch springen. Der Puck außerdem, nicht der Ball. Hast du gerade Wichser gesagt? Nix da. Ach so. Nein, nein, wieso stopp ich ihn auch noch? Naja, alles. Ist sogar ein Befreiungsschlag. Da krieg ich noch 500 Punkte für den Sieg. 6 zu 5. Ja, du kriegst, glaube ich, in den privaten Partien immer nur die Hälfte der Punkte. Damit man sich die halt nicht gegenseitig zuschustert. Dann sagen wir alle bereit. Nee, wir müssen die Teams wechseln, oder? Das geht aber okay, gleich. Dann Alex und Fjalk dürfen dann jetzt. Ich bin blau mit Shadow. Shadow, ich bleib hinten. Mhm. Super hoch und super leicht. Dann die Mutatoren nochmal. Ja, genau. Also wir haben eine super hohe Gravitation. Und der Puck ist super leicht, was sich jetzt allerdings bisher noch, finde ich, nicht so wahnsinnig bemerkbar macht. Oh ja, das war gut. Ja, antizipiert. Ja, aber vor allem, ich hätte ihn noch wieder fast rausgehauen, ne? Ja, aber zum Glück nur fast. Da. Ja. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, Eye of the Beholder, echt cool. Nur, was ich, ich fahre nach hinten, hol du dir den Puck.
das Spiel hatte ja damals keine Karte und das ist mir auch wieder recht schnell bewusst geworden. Was hatte es? Keine? Ach, Karte. Keine Automap sozusagen. Okay. Nicht berühren. Wehe, du berührst. Oh, wieso berührst du den? Ich sag auch noch extra. Ich sag auch noch extra nicht berühren. Ey. Ich hab gedacht, du meinst damit wirklich in Wirklichkeit berühre und sagst nur berühre nicht, damit die anderen verwirrt sind. Nein, ich meine damit nicht berühren. Ich versuch nicht sowas, weil da. Der hat mich da auch nicht berühren. Der war drinne. Und du haust ihn raus. Und da war auch keiner von denen. Die hätten keine Chance mehr gehabt. Ich wollte es schön machen. Nein, nicht schön machen. Wir wollen gewinnen. Wir wollen nicht schon wieder, dass da Fjalk gewinnt. Ach so, ja, so komm, ich ja nicht wissen. Also, das Turnier soll er nicht gewinnen. Gleich, Fjalk, wenn du mit mir zusammenspielst, darfst du gerne gewinnen. Nein. Doch. Er hat heute mit mir zusammen gewonnen. Dabei. Sauber. Habe ich das wieder ausgeglichen? Ja. Naja, es wird jetzt eigentlich 13. Voll vorbei. ich bleib hinten. Also, ich fahre nach hinten. Ist es in dem Fall, weil ich. Oh, das sieht gut aus. Naja. Oh, Entschuldigung. Macht nix. Komm aber eigentlich mit dieser Schwerkraft gut zurecht. Also. Ja, wie gesagt, du musst halt generell nicht so hüpfen, wie du es sonst immer bei. Nicht ganz perfekt. Durch die Schwerkraft reagiert er halt sehr direkt. Ja. 3-0. Kullert nicht immer irgendwie stundenlang rum und hüpft und alles. Ja, wie gesagt, wenn wir irgendwann wieder ein Turnier machen, dann aber mit anderen Mutatoren-Einstellungen. Dann so Mutatoren ohne Schwerkraft wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, das wird dann richtig kacke. Ohne Schwerkraft, aber der Ball ist dann... Nee, das macht ja auch gar keinen Sinn. Der ist ja so schwer, dass wir in der Gegend fahren, dass er sich eigentlich gar nicht bewegt. Nein! Guck, da hättest du den Ball ruhig berühren, den Puck ruhig berühren dürfen. Ja, sauber. Ja, so konnte es gekonnt. Schalk, Sender, was ist denn los bei euch? Ich hab nicht gesehen, dass ich da über den Turbo fahre. Sonst wäre das alles ganz toll gewesen. Und Sender ist einfach nur noch ruhig, oder? Konzentriert. Bleib hinten. Ganz an Rache. Die wird fürchterlich und blutig. Wahrscheinlich. Sehr schön. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Ich habe keine Lust mehr. Nee, wir müssen gleich noch ein drittes Spiel machen. Das Schöne ist, meine Tordifferenz habe ich jetzt schon wieder ausgeglichen aus dem letzten Spiel. Wenn wir so weitermachen, dann gewinnen wir besser als irgendwas liquidieren. Ich bleib hinten. Weil war ich doch ganz hinten. Okay. Ja, aber ich mag das, also ich mag das halt auch gerade im 2 gegen 2 zur Not einfach dann von hinten eingreifen zu können oder daneben greifen zu können. Die spielen sich selbst weg. Oh. Sah gerade irgendwie sehr interessant aus, wie wir das gemacht haben. Danke, Shadow. Das war gut. Das war nicht so gut. Ja, wir schaffen das. Ja, wenigstens nicht zu Null verlieren. Der zweite Bumser war nicht gut. Das kann man schon wieder verstehen. Okay. Wusste ja nicht, dass du so wenig Kondition hast und nur einen Bumper vertragen kannst. Ah, wunderbar. Werde ich so wieder schnell. Der alte 5-Tore-Abstand. Da hat der Fjalk auch noch mitgeholfen. Ja. Ich bleib hinten. Fjalk will mir noch in Erinnerung an das letzte Spiel immer helfen. Jetzt soll ich verarschen, Puck.
Nein, falsche Richtung. Der führt mit 4 Toren. Da muss ich ja diese Geräusche machen. Eben, 5. Nein, mit 4 Toren führt er. Nicht die Fakten ja verdrehen. Oh, stimmt. 6 ist größer als 5. Ja, das hab ich auch gesehen. Mach rein. So, jetzt haben wir Brasilien-Ergebnis. Ja. Hattrick! Ja, aber ich glaube, das zählt nur das eigene Team. Weil es stand. Wir hatten ja. Ja, ich bleib hinten. Was wolltest du sagen? Alles gut. Hattrick zählen nur die Tore des eigenen Teams, glaube ich. Das war eigentlich meine Kernessenz. Also, ja, dass die Gegner dazwischen Tor gemacht haben, das ist egal beim Hattrick hier. So, im Spiel. Ich wollte noch eins mehr machen. Na, es war ja offiziell, wird zum Schalke zugeschrieben. Ja, ich glaube, es war aber meins. Aber es ist zuletzt beruhigt. Nee, na, du okay. hast ihn angebumst. Sender, sag mal was. Ja. Ich habe ja gleich ein bisschen Angst vorm Sender, weil der ist gerade so ruhig. Dann ist der sicherlich gleich irgendwie. Läuft da mit einer Waffe rum? Nee, das nicht, aber dann sozusagen explodiert gleich seine Leistung auf dem Platz. Ja, wäre ich dafür. Nee, ich nicht. Faken, reiß dich zusammen. Ich habe immer noch den Schal kaputt gemacht. Das ist aber nicht Ziel des Spiels. Das macht höchstens Spaß. Ja. Bin hinten. Bleib hinten. Achso, okay, dann bleibst du hinten. Du immer hinten bleiben willst. Siehst du, deswegen will ich immer hinten bleiben. Nein. Nein, die ganze Zeit hinten bleiben. Du musst ja auch mal was machen. Nee, das war ja auch richtig, dass du da gerade nach vorne gegangen bist. Ja. Na, oh, der wäre da drin gewesen. 8-3. Damit führt aktuell der Shadow, glaube ich. Richtig? 2 Siege bisher, ja, ne? Kann sich aber noch alles ändern beim dritten Spiel. Genau, und da starten wir gleich, sobald alle bereit sind. Schalk, wir sind blau. Alex, ich möchte gerne orange sein. Ja, okay. Ich bin hinten. Fjalk, ich bleib auch hinten. Wahrscheinlich fährt bald keiner mehr zum Puck. Der liegt dann einfach 5 Minuten in der Mitte. Ja, und dann kommt Sudden Death und das Nachspielzeit. Ja. Aua. Foul! Rote Karte. Wenigstens habe ich dich kaputt gemacht. Ich habe zwar nicht das Tor getroffen, aber ich habe dich kaputt gemacht. Das ist doch auch schon. No. Ich seh nix. Oh. Okay. Was soll denn das? Rote Karte, Tätigkeit. Du meinst rote Karte wegen Zärtlichkeit? Nein, ich meine das während des Spiels, nicht das von davor. Mein Schalk, ich hätte ihn gekriegt! Warum tust du das? Tu das nicht. Was zur Hölle? Ey, Leute. Sauber. Was? Sur. Guckt euch das mal an. Also eigentlich war das ein Eigentor von Sender, oder? Warum, Sender? Du hast einen Pfosten getroffen. Ich bleib hinten. Nein, ich meine das Tor jetzt gerade. Was soll denn das? Ja, war halt ein bisschen Pech. Shadow, wie gesagt, du hast dir die Ergebnisse aufgeschrieben, ne? Mhm. Momentan sind wir, glaube ich. Oh, ich habe dich jetzt, glaube ich, überholt, wenn das dabei bleibt, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Ach so, ich bin gar nicht sicher. Mit der Tordifferenz und so muss man dann nochmal rechnen, aber. Wow.
Sauberfjalk. Da hast du auch irgendwie ein komisches Häschen oben angezeigt gehabt bei mir. Ja, das ist das Hattrick-Häschen. Ja. Das Hattrick-Häschen. Yes, baby. Darf mich dann anzeigen für entdeckte Cheat-Programm? Bleib hinten. Das ist dasselbe, aber da steht was anderes drunter. Nein! Nein! Wie hab ich das denn geschafft? Bender, was machst du? Komm mit der Schwerkraft nicht klar. Das denke ich mir im normalen Leben auch immer. Ich komme mit dieser Schwerkraft nicht klar. Nein. Ah. Da habe ich die Stellung mit eingerechnet und dann kam der aber gar nicht. Du solltest nie mit mir rechnen. Das klingt immer komisch, wenn ich solche Geräusche mache. Ich wollte gerade fragen, was genau ist das? Tennis. Ein brünftiger Bacon oder sowas. Kann man machen, klar. Warum nicht? Nein. Schön macht ihr. Ich hab den Sender mit eingerechnet. Wow. Sauberfjall. Wird aber langsam eine Blamage. Ja. Vor allem jetzt wird's, glaube ich, langsam. Ich habe zwei Siege, Shadow hat zwei Siege. Shadow hat vorhin mit einem Tor gewonnen. Ich aktuell mit vier. Ja. Yeah. Danke, Fjall. Ich bleib hinten. Wir stellen uns jetzt einfach beide auf die Linie. Nein. Was denn das? Was? Das war ein Pass zu dir. Ich wollte, dass du die Rettung kriegst. So viel, dass dieser Puck nie springt. Der springt immer, wenn ich den sonst gerade richtig gut treffen könnte. Oh, Fjark, hast du? Hat er? Ja, hatte er. Habe ich? Ja! Puh. Ja, aber das ist ja bei diesem Spiel echt immer pures Glück. Ich bleib hinten. Bin hinten. Nicht, dass wir hier irgendwie ein überraschendes Tor reinkriegen und dadurch verlieren. Du meinst so eins? Ja, irgendwie ist die Partie gerade recht einseitig. Was? Ich gar nicht. Was? Nee. Schalk! Ja. Dank dir gewinne ich. Ja, das sehe ich auch so. Kannst du das verantworten, Schalk? Da ich selber gewinnen möchte, schon. Ja, so gewinnst du aber nicht. Ja, dieses Spiel schon. Wenigstens ein Tor hättet ihr uns einmal gönnen können. Ja, wenn ihr das macht, dann gönnen wir euch das auch. Ihr müsst es euch aber verdienen. Nee, ihr müsst einfach das passende Quäntchen Glück haben. Achso, das kann man aus dem auch ausstellen, glaube ich. Glück? Zerstörung. Nee, Zerstörung. Ja, Glück. Ja, das habe ich bei euch ausgestellt. Ich habe gesagt, das orange Team hat kein Glück. Nein, stimmt auch gar nicht, weil ich habe ja die erste Partie gewonnen. Da war ich auch blau. Nee, man kann, glaube ich, auch irgendwas bei dem Zerstörungsgrad ändern. Ja, so eine minimale Berührung kaputt. Das wäre es doch. Das geht wahrscheinlich sogar auch, aber das fände ich ziemlich kacke, weil da bist du ja eigentlich nur kaputt. Aber man könnte das sicherlich einstellen, dass man einfach gar nicht kaputt gehen kann, zum Beispiel. Ja, das ist ja auch so. Manchmal macht es auch Spaß.
Ja, vor allem, wenn man gerade die anderen kaputt macht, ne? Jetzt geht er auch da. Ich dachte, wir wollten denen eine Chance geben. Ich glaube, das war's. Ja, hier, bitte. Danke. Das war das Deutschland-Brasilien-Ergebnis, ne? Aber, also, den habt ihr echt schön gemacht. Ich dachte doch eigentlich schon, dass der da vorreingeht. Was man jetzt in der Wiederholung gar nicht sagt, ich bin eigentlich bewusst in der Luft nach rechts gerollt. Ja, danke. Ja. Bitte. Ja, 8-1. Damit haben wir... Ist noch nicht vorbei. Genau. Ja. Ja, noch eine Punkte abgestaubt. Ja, damit haben wir einen Gewinner dieses Turniers. Gewinner. Ob verdient das müsste ich oder sagen. Nicht, das kann man total verdient. Aber das ist halt der Bacon. Ja, ganz vielen Dank. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken. Und Sponsoren und Mama. Und bei meiner Familie, die dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, so weit zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.